So, ich mache heute mal einen kleinen Spaziergang durch Stuttgart und wie man hier auf dem Bild sehen kann, fange ich mit meinen ersten Videoaufnahmen beim Leibfriedschen Garten an. Zeig dann ein bisschen, rede ein bisschen was über das Haus, die Villa, die da mal stand, lauf dann weiter über die Brücke beim Nordbahnhof und erzähl was über den Schuttabtransport von Stuttgart 21. Und lauf dann weiter zum Wartberg, am Wartberg an den Seeanlagen vorbei oder den künstlich angelegten Seeanlagen vorbei. Dann laufe ich hoch Richtung Naturfreundehaus und dann unter der Straße durch in den Killesberg rein. Und dann mache ich eine kleine Biegung und gehe aus dem Killesberg wieder raus, filme kurz in der Killesberghöhe die Bushaltestelle und die U-Bahn-Station und laufe dann in der Nähe der Birkenwaldstraße wieder runter Richtung Stadt, zeige dann die Weinhänge dort und laufe dann die Steffle runter und komme dann direkt in die Innenstadt zum Europaviertel. Dort laufe ich am Milaneo vorbei und der Stadtbibliothek und der großen Baugrube, die den Anschlag zu einem Tunnel vorbereitet, und dann weiter bis zum Hauptbahnhof. Nur damit man jetzt mal ein bisschen eine Ahnung hat, wie die Route aussieht. Unten der Hauptbahnhof, das ist so das Zentrum Stuttgarts. Aber alles im Prinzip ist noch sehr stark Innenstadtgebiet. Da ist also nichts sehr weit außerhalb. Und man sieht auch an der Zeit oben links, wenn man gemütlich läuft, hat man da eine Stunde. Wenn man schnell läuft, schafft man das auch schneller. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. So, ich bin hier im Leibfriedschen Garten in Stuttgart. Und hier stand mal vor ein paar Jahrzehnten eine Villa. Und zwar die Villa von einem bekannten Schokoladenproduzenten hier in Stuttgart. Wie man sieht, es sieht noch ein bisschen ruinenhaft hier aus hinter mir. Das ist so ein kleines Waldstück. Hier sind auch noch ein paar Säulenteile sozusagen. Und da hinten, da oben ist auch noch mal so ein Teilstück, was erhalten geblieben ist, wo man dann auch draufsteigen kann und so weiter. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier runter. Und zwar waren das hier scheinbar, wo ich jetzt hinlaufe, die Treppen von der Villa. Also, das war vielleicht der Eingangsbereich, wer weiß. Hier sieht man auch noch so Rinnen. Und hier so eine Art Eingangspforte, kann man sagen. So, also die muss ungefähr hier gestanden haben, in dem Bereich. Und da vorne ist der das nennt sich hier Leibfriedscher Garten, glaube ich. Und da vorne ist dann auch so eine Anhöhe, wo diese Villa quasi ihren Aussichtspunkt hatte oder irgendwas in der Art. Und da sieht man auch noch ein paar Mauern. Und hier vorne die Mauer, da kann man im Sommer, weil hier die Sonne eigentlich den ganzen Tag drauf scheint, sehr gut auch Eidechsen beobachten. Das dazu. Und apropos Eidechsen, wir haben jetzt morgens 10:30 Uhr und die müssen sich jetzt ja sonnen, damit sie auf Betriebstemperatur kommen. Und hier habe ich eine entdeckt. Ich hoffe, man sieht sie. Hier rechts neben meinem Schatten. Da ist sie. Ist natürlich noch nicht so flink jetzt, weil sie sich erst aufwärmt. Aber na, jetzt hat sie gemerkt, dass ich sie gesehen habe und jetzt ist sie weg. Also Wahnsinn, dass es hier um diese Jahreszeit so früh schon diese Eidechsen gibt. Sehr schön. Das zeigt, dass es hier im Talkessel doch recht mediterran ist und vor allem dann auf diesen kleinen Anhöhen, die da ein bisschen windgeschützt sind. Da kommen die Eidechsen schon sehr früh aus ihrer Winterstarre raus. Wahnsinn, sehr schön. So, und hier ist jetzt dieser Berg, den ich meinte, diese Anhöhe.
die auch zu dieser Villa gehörte. Und die wurde dann, glaube ich, im Weltkrieg irgendwie zerstört. Ich muss das nochmal genau recherchieren. Und hier hat man auch einen super schönen Aussichtspunkt. Hier gibt es auch, das sind wieder die Steffle, die Stuttgarter Steffle, die es überall gibt. Und hier hinten der Fernsehturm. Ich hoffe, man sieht ihn. Da. So, hier bin ich am Nordbahnhof. Und hier ist quasi der Umschlagplatz für diese ganzen abgetragenen, für das abgetragene Erdreich, was im Zuge von Stuttgart 21 abgetragen wird. Da wird ja ein Haufen Erdreich ausgehoben und irgendwie muss das ja abtransportiert werden. Und der Stadtverkehr soll so wenig wie möglich davon beeinflusst werden. Das heißt, es sind auch extra Baustraßen hier gebaut worden, die dann direkt zum Hauptbahnhof führen sozusagen. Weil hier kann man das ganz schön sehen. Die Baustraßen gehen dann quasi hier entlang bis zum Hauptbahnhof vor, wo dann dieses der Hauptaushebungsort sozusagen ist. Und mit diesen Zügen werden dann die ganzen Materialien abtransportiert. Also ausgeklügelt gemacht hier in Stuttgart. Man merkt relativ wenig dafür, dass es so eine Großbaustelle hier ist. Also das dazu. Man muss sich vorstellen, das komplette Gleisfeld hier, und es wird ja da vorne noch viel, viel breiter, inklusive dieses Gleisfeld hier hinter mir, wird komplett verschwinden und unter die Erde gelegt. Das Einzige, was hier bleibt, ist eine S-Bahn-Strecke, also quasi eine S-Bahn-Strecke mit einer neuen Haltestelle da vorne, mit einer neuen Haltestelle, die wird Mittnachtstraße heißen. Und ansonsten bleibt hier nichts, wie es ist. Es wird also quasi alles freie Fläche. Und diese freie Fläche wird zum einen Teil neues Parkgelände für den Rosensteinpark und zum anderen wird ein neuer Stadtteil gebaut, genannt Rosenstein. Also das wird dann mit dieser Fläche gemacht, die hier frei wird. Hier bin ich jetzt in Stuttgart am Wartberg, heißt der. Der geht hier hinten nach oben und geht dann in den Killesberg über. Und hier ist der Killesbergturm, wo man einen super Ausblick über die Stadt hat. Und dieser Wartberg oder Wartbergpark hier unten, der war früher mal einfach eine Kleingartensiedlung sozusagen. Und wurde dann im Zuge, ich glaube, der so einer Gartenausstellungsshow im Jahr 93 dann quasi umgemodelt und ein bisschen modern gemacht. Man sieht, es ist hier irgendwie auf moderne Kunst gemacht, alles ein bisschen. Mit so abstrakten Gebilden hier. Und seitdem ist dieser Park eigentlich so belassen. Und da hinten ist normalerweise auch ein ganz nettes Wasserspiel im Gange. Und da hinten sind dann immer noch Kleingartenanlagen, die sich dann bis nach oben hinstrecken. Also sehr schön, wenn man hier so einen Kleingarten hat. Und da hinten sind auch so ein paar alte Ruinen und da kann man dann hochlaufen bis zum Killesberg. Und da werde ich jetzt, also diese Richtung werde ich jetzt einschlagen. So, hier sieht man jetzt ganz schön diese kleinen Gartenanlagen, die sich wirklich bis hier ganz oben hinziehen, wo man dann auch einen super Ausblick hat über Stuttgart. Da wird natürlich jetzt, weil Samstag ist, ordentlich gewerkelt. So, und das hier meinte ich jetzt mit dieser Art Ruine. Hier, wenn man durch diese Tür da durchgeht. Machen wir mal. Hier ist sogar so ein Geheimgang drumherum. Was auch immer das sein soll. Es kann natürlich auch im Zuge dieser Gartenausstellung hier gebaut worden sein, was ich sogar eher denke. Aber es sieht trotzdem so ein bisschen Indiana Jones mäßig aus. Also definitiv tolle, interessante Sachen, die man hier einfach mitten in der Stadt entdecken kann.
Das ist ja alles nicht sehr weit außerhalb. Das ist quasi im Innenstadtgebiet alles. Aha. Hier kommt das Bächlein runter. Schön, schön. Eier hier. Von da oben kommt es also geflossen. Und hier der Aufgang jetzt, der geht hoch Richtung Killesberg. Let's go. So, hier zwischen Wartberg und Killesberg gibt es das Naturfreundehaus. Hier ist ein schöner Grillplatz, Festzelt. Und Naturfreunde, das ist ein Verein deutschlandweiter und da war ich in Nienburg und habe dort übernachtet bei meiner Fahrradtour. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Da ist die Nacht günstiger als in der Jugendherberge. Und man hat aber ein tolles, ausgiebiges Frühstück und tolle Zimmer eigentlich. Ich weiß nicht, in Nienburg war es so, ich denke mal, dass die überall eigentlich ganz günstig sind. Also ein toller Tipp zum Übernachten, gerade wenn man so einen Natururlaub macht oder mit dem Fahrrad oder outdoormäßig unterwegs ist. So, um das nochmal schön zu zeigen. Hier war der Nordbahnhof mit dem ganzen mit dem Gleisgebiet, das da abgetragen wurde. Hier ist man dann über die Brücke und hier war dieser See mit diesen komischen, abstrakten Gebilden. Und jetzt bin ich hier rumgelaufen, um die Kleingärten herum. Und hier geht es jetzt quasi unter dieser Straße durch und in den Killesberg. Und das ist die Straße hier oben. Und da erwartet uns jetzt der Killesberg. Wo man übrigens auch nur zu Fuß unterwegs sein darf. Ah, da steht sogar. Also wirklich außergewöhnlich für Stuttgart. Kein Fahrrad, kein Roller, kein Inliner, kein Skateboard, nix. Schön bepflanzt, der Killesberg. So, da hinten, wie man sieht, alles ganz modern gemacht. Mit diesen Sträßchen zwischen den Hügelchen. Und hier links und rechts sind alles Neubauten. Das sind alles Geschäftsräume und Neubauwohnungen. Und die Wohnlage hier, die war sehr schnell ausverkauft, weil sie sehr beliebt war. Weil man hier ein sehr ruhiges Wohnen hat. Und wenn man da hinten die Straße runtergeht, ist man sofort in der Innenstadt. Also generell eine sehr schöne Wohnlage, weshalb auch hier alles sofort weggekauft war. Und in der Richtung ist der Turm vom Killesberg und auch das Höhenfreibad. Also ein Freibad quasi auf dem Berg, was auch sehr schön ist. Und das sind alles diese Neubauwohnungen hier. Billig ist das, glaube ich, auch nicht. Und da vorne sieht man so ein kleines Mini-Andreas-Kreuz, hier rechts und links, da und da. Das ist so eine kleine Bimmelbahn, die durch den kompletten Killesberg fährt, bis nach ganz oben. Und da kann man sich quasi den Killesberg mit so einer kleinen Mini-Dampflok anschauen. Die fährt aber, glaube ich, auch nur, wenn es richtig schönes Wetter ist. Also sieht man hier wunderbar diese kleinen Schienen. Ist auch eine nette Idee. Und oben gibt es auch einen, also ganz oben gibt es auch einen See mit sehr vielen Wasservögeln und einem großen Spielplatz, einem Kiosk und einem kleinen eingezäunten Gehege, wo es Ziegen und Schafe und sowas gibt. Also es ist ganz nett hier. Am Wochenende, wenn es schön ist, also jetzt noch ein bisschen früh, da ist auch hier die Hölle los. Viele Familien mit Kindern und so weiter. So, und hier gibt es jetzt ein kleines Café. Hier dieser Neubau. Dann die ganzen Bushaltestellen.
plus eine U-Bahn-Station wurde ja auch hingebaut, inklusive einer neuen Linie. Die gibt zwar schon ein paar Jährchen, ist aber doch eher eine neue Linie. Man sieht es hier in der Killesberghöhe, gibt es alles, was man braucht. Es ist sozusagen ein kleines Stadtviertel hier oben auf dem Berg, inklusive diesem Puls Fitnessstudio, was sehr, sehr exklusiv ist. Also nagelneu hier reingebaut und ein sehr exklusives und schönes Fitnessstudio. Und man hört da die Porsche, wie immer in Stuttgart, wie sie einen auf dicke Hose machen. Ja, und da geht es dann Richtung Stadt runter. Hier. So, jetzt wieder auf dem Weg runter Richtung Stadt. Sieht man wieder so einen geschützten Hang mit vielen Blumen. Und hier schlängelt sich jetzt die Straße so runter bis zur Innenstadt. So, beim Runterlaufen hat man hier einen schönen Blick auf den Fernsehturm da hinten. Links neben dem Baum, ich hoffe, das sieht man im Video. Der ist ein bisschen im Nebel hinten, oben auf dem Berg. Wenn man stehen bleibt. Ja, Moment. Da ist er. So. Da wohnen sie in bester Lage, mit bestem Blick und sind trotzdem gegen Stuttgart 21. Die bekommen ja gar nichts mit von dem ganzen Zeug. Mit natürlich einem Augenzwinkern gesagt jetzt. Aber die haben schon ihre Ruhe hier oben. Und hier fangen jetzt auch Weinberge an. Mitten quasi in der Stadt, am Hang, das habe ich so auch nur bisher in Stuttgart gesehen oder habe auch nichts von anderen Städten gehört, wo es sowas noch gibt. In Deutschland zumindest, dass quasi im Hang zwischen den Häuserreihen dann die Weinberge einfach sind und da die Weinbauern die Winzer ihre ganzen Anlagen haben zur Weinernte und das auch dort dann direkt weiterverarbeiten und so weiter. Das sieht man hier ganz schön. Hier oben die Häuser und dann hier die ganzen Weinberge. Und hier unten hinter dem Gestrüpp dann die Stadt, tief unten. So, ich bin hier immer noch bei den Weinbergen und anstatt jetzt die Straße weiter runter zu gehen, laufe ich jetzt die Steffle runter, die berühmten Stuttgarter Steffle, die es überall gibt. Das sind quasi dann Treppen, die in den Berg reingebaut sind. Wo man dann quasi auf direktem Wege nach unten kommt. Und da unten sieht man schon, die ganzen Kräne sind das Europaviertel. Da, wo es Milaneo gebaut wurde und wo jetzt auch dieses große Hotel und die ganzen großen Wohnhäuser gebaut werden. Das Milaneo ist dieses riesen Einkaufszentrum, was hier neu gebaut wurde, wo es auch viel Kritik gab, dass das ein Konsumtempel, ein abgeschotteter Konsumtempel ist und die Befürworter des Milaneo, beziehungsweise hauptsächlich die Verantwortlichen, Bauherren und Investoren sagen natürlich, das würde sich wunderbar ins Stadtbild eingliedern. Kann man noch nicht genau sagen. Es ist zwar nicht weit weg von der Innenstadt, aber man muss doch ein Stückchen laufen und dieses Europaviertel ist ein komplettes Neubauviertel. Ob sich das wirklich in die Innenstadt eingliedert, ist jetzt die Frage. Ich bin da zwiegespalten. So, jetzt laufe ich hier weiter die Steffler runter. Hier hinten die Kräne vom Europaviertel. Hier die, ich glaube, das müssten die U-Bahn-Schienen sein. Von der U-Bahn, die hoch zum Killesberg fährt. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, S-Bahn-Schienen sind es nicht. Na, wobei, könnten auch S-Bahn-Schienen sein. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. So, da kommt ein Auto. Lässt mich. So, und jetzt läuft man quasi hier. Ja, das sieht doch nach Bahnschienen aus. Ja, jetzt läuft man hier unter diesen Schienen durch. Dann kommen hier nochmal Steffle und dann ist man hier direkt quasi schon fast in der Innenstadt. Oder man ist quasi schon in der Innenstadt. Also Wahnsinn, ne? Und hier oben sieht man jetzt schlecht, sind dann die ganzen Häuser und da geht es dann die Berge hoch und das ist um ganz Stuttgart rum der Fall. Also echt einmalig. So, das meine ich mit dem Europaviertel und mit Milaneo. Das geht hier komplett bis zu den Schienen. Also es ist quasi so ein quadratisches Ding und das wird, glaube ich, es werden Wohnhäuser oder ein Hotel oder beides. Und das ist das Milaneo, da sind oben auch Geschäftsräume, da ist noch nicht alles fertig. Aber das ist ein riesen Neubauviertel sozusagen. Also größer als die anderen, als dieser geplante Rosenstein, glaube ich auch. Was definitiv der Fall war, letzten Sommer, als die noch voll am Bauen waren, jetzt ist ja viel schon fertig.
da war das eine Großbaustelle, wenn man da vorbeigelaufen ist. Also die Gebäude sind jetzt nicht so hoch wie in anderen Städten, aber wenn man vorbeigelaufen ist, kam man sich wirklich vor wie in so einer Großbaustelle in Dubai. Also war Wahnsinn. Jetzt hat sich das schon ein bisschen gelegt, aber es ist immer noch eine ordentliche Riesenbaustelle. So. Und das da vorne, wo man die Bänke sieht, das ist der Haupteingang vom Milaneo. Hinten sind die Bahnschienen. Das ist die neue Stadtbibliothek von Stuttgart, die dann nachts blau beleuchtet ist. Innen drin komplett weiß gehalten. Und hier ist wieder ein, wie sagt man, Anschlag für das neue Bahnprojekt zum Tunnelbau. Hier wird quasi in den Berg rein gebuddelt, damit man dann quasi einen Zugang zu den Tunnelröhren hat, die dann später komplett in die dann später die Schienen reinkommen, damit oben eben diese komplette Gleisanlage, die das sich da vorne befindet, unter die Erde wandern kann. Also, und das ist quasi hier direkt in der Stadt, aber ist sehr gut zugänglich durch diese Baustellenstraßen. Das heißt, man sieht kaum Baustellenfahrzeuge oder Bagger oder sowas, die den Verkehr behindern oder dieses Stadtbild verschandeln. Also wie gesagt, für so eine Großbaustelle ist es gut gemacht. Es ist wirklich logistisch hervorragend geplant, bisher zumindest. Und hier hinten ist die Innenstadt und man kann vom Milaneo dann hier durchlaufen, immer geradeaus, dann kommt man automatisch zum Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof befindet sich hinter dem LBW-Gebäude, hinter der Bank quasi. Also ein Stück weit muss man schon laufen, es ist aber immer noch in Reichweite, das Milaneo. Und das hier sind die Wohn- und Geschäftsräume. So, hier ist jetzt die Landesbank Baden-Württemberg, das Europaviertel ist da hinten. Man kommt also so hier quasi hierher gelaufen. Und hier bauen sie auch im Rahmen von Stuttgart 21 und hinten dran ist die große Baugrube, wo dann wirklich der Tiefbahnhof am Ende sich befinden wird. Das Gebäude vom Bahnhof, das steht, es wird so stehen bleiben. Und hier drumherum wird halt überall gebaut. Und hier da hinten fängt die Königstraße an. Das heißt die Innenstadt sozusagen. Also alles relativ nah beieinander. Man sieht aber gerade hier um den Hauptbahnhof, dass hier sehr viel gebaut wird. So, um das nochmal klar und deutlich zu zeigen, hier ist quasi Stuttgart 21. Und hier hinten bin ich vorhin über die Brücke rübergekommen. Hier ist quasi das Gelände, wo die ganzen Materialien abtransportiert werden. Und das Gleisbett ist hier. Das ist also riesig groß, wie man sieht. Geht von hier unten, hier ist der Hauptbahnhof, bis hier, fast an den Neckar. Hier ist so, sind so diese Bereiche, wo dann die Wagen geparkt werden. Und das wird alles unter die Erde gelegt, sozusagen. Und das Europaviertel ist hier, mit den ganzen Baukränen. Hier Milaneo-Eingang, hier die Stadtbibliothek. Und hier hinten bin ich hergekommen und dann am Killesberg entlang gelaufen und dann hier runter gelaufen zum Milaneo und jetzt hier Richtung Hauptbahnhof. Und da wird dann das neue Stadtviertel entstehen und so weiter.